Geheimtipp, wenn Sie mehr erfahren wollen über Medizin, dann einfach bei Wikisana reinschauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute gehen wir mal in die Tiefe der Autoimmunerkrankungen. Vor allen Dingen, was gibt es da für Tricks und Möglichkeiten, wirklich den Körper wieder in eine positive Regeneration zu bringen? Und wie gehe ich vor allen Dingen auch mit Immunsuppressiva um? Darf ich das Immunsystem dennoch unterstützen? Und das bespreche ich heute alles mit meinem Gast, Dr. Med.Heinz Lüscher. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Heinz, schön, dass du da bist. Hallo Corinna. Autoimmunerkrankungen platzt ja gerade, geht ja durch die Decke. Also viele Ärzte, mit denen ich spreche, sagen, unsere Praxis explodiert mit Leuten, die kommen. Was versteht man denn alles unter Autoimmunerkrankungen? Also du hast recht, es ist eine dramatische Zunahme sichtbar, überall, bei allen Praxen, in Kliniken. Grund ist nicht ganz klar und ich habe so meine Vermutungen, aber das ist heute nicht das Thema. Autoimmunerkrankungen, die sind sehr vielschichtig. Also das kann von Kopf bis Fuß irgendwo vorkommen. Es geht darum, dass das Immunsystem, unser eigenes Immunsystem, eigenes Gewebe angreift. Das ist die gängige Theorie. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob diese Theorie stimmt. Bis zu einem gewissen Grad ja. Jetzt kommt es darauf an, welche Organe sind betroffen. Die Schilddrüse zum Beispiel, dann nennen wir das eine Hashimoto-Entzündung, das ist Autoimmun. Multiple Sklerose, da haben wir die Störungen im Gehirn. Was wir nehmen, Arthritis, rheumatoide Arthritis, betrifft die Gelenke. Entzündungen im Darm, Morbus Crohn oder Colitis, auf der Haut die Neurodermitis. Also wo es sich abspielt und eben diese Immunstörung sich abspielt in dem Organ, das sind Autoimmunerkrankungen. Es gibt wahrscheinlich etwa 100 solche. Ich höre auch immer wieder den Satz aus der Schulmedizin, wenn dann Menschen kommen und sagen, ich habe eine Autoimmunerkrankung, die ist unheilbar, da kann man nichts tun. Jetzt muss ich mein Leben lang L-Thyroxin nehmen oder mir Cortison oder was auch immer. Was sagst du dazu? Ja, das ist die Lehre. Habe ich auch so gelernt. Mit der Erfahrung, wenn man jahrzehntelang sich mit Medizin befasst, kommt man zum Teil dann zu anderen Schlüssen, als was man gelernt hat. Gott sei Dank. Was sind denn deine Ergebnisse? Das ist ein heikles Thema, weil ich kann nicht versprechen, Autoimmunerkrankungen sind einfach heilbar. Das auch bei uns nicht. Was ich sicher aus Erfahrung mitteilen kann, wir können sie deutlich verbessern. Die Beschwerden lindern, das können wir immer. Wir haben Fälle, wo Autoimmunerkrankungen geheilt worden sind. Aber eben, versprechen kann man das nie. Aber es lohnt sich bei Autoimmunerkrankungen, sich über den Tellerrand hinaus zu informieren und nebst den üblichen Immunsuppressiva auch noch andere Möglichkeiten anzuschauen. Weil die sind wirklich vorhanden. Ich höre auch immer die Theorie, dass wenn Immunsuppressiva gegeben werden, dass man auf gar keinen Fall mit immunfördernden Maßnahmen arbeiten darf, ob jetzt Vitamin D oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen. Mit was kommen die Patienten? Was wird in der Schulmedizin kommuniziert? Was darf nicht kombiniert werden? Was soll da passieren? Ja, das ist so. Also die behandelnden Ärzte oder meine Patienten haben ja immer noch den Spezialisten dann dabei. Oder? Es ist eine Doppelbehandlung, wenn man so will. Und das höre ich von vielen Patienten, dass ihr behandelnder Arzt gesagt hat, ja, bitte ja nichts nehmen, was das Immunsystem verbessert, weil das dann ja meinen Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken, entgegenwirkt. Ich sehe das anders, auch aus Erfahrung. Ich kann hier nicht auf Studien zurückgreifen, sondern wirklich nur auf meine Erfahrung. Es ist nie das ganze Immunsystem krank. Das Immunsystem ist etwas vom Komplexesten,
Ich versuche es immer wieder, mir zu lernen, wie das genau funktioniert. Ich schaffe es einfach nicht. Das ist sowas von kompliziert. Und es ist nicht einfach dieses ganze Gebäude, Immunsystem, krank und greift uns selber an. Diese Vorstellung, die stimmt einfach nicht. Für mich, für andere vielleicht schon, aber für mich stimmt sie nicht. Also es gibt Komponenten des Immunsystems, die gegen uns gerichtet sind und die dann eben unsere Organe angreifen. Aber es gibt auch einen gesunden Teil, ja, oder einen anderen Teil des Immunsystems, der nichts mit dieser Autoimmunerkrankung zu tun hat. Und aus dieser Sicht stärke ich diesen Menschen, primär einmal das Immunsystem. Und noch wichtig zu sagen, dass ich höre immer wieder von Kollegen, ja, man kann doch nichts tun, das Immunsystem ist einfach da, oder wie soll man das stärken? Also das ist wirklich das Einfachste in der Welt, das Immunsystem zu stärken. Ja, erzähl mal. Also wenn jetzt wirklich jemand kommt mit chronischen Erkrankungen, spielt es für dich eine Rolle, ob es jetzt ein Hashimoto oder Colitis ist, geht es bei dir einfach mal grundsätzlich, wie stärkst du das Immunsystem? Ja. Also natürlich, wie gesagt, es ist sehr komplex und es braucht hunderte von Mikronährstoffen. Aber die wichtigsten, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Selen und Zink. Mhm. Das sind die Bausteine des Immunsystems. Wenn wir das immer zu uns nehmen, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, man wird einfach viel weniger krank. Ich bin nicht anfällig für Viren. Seit vielen Jahren. Ne? Mhm. Und ja, ich nehme diese Stoffe. Und dann kommt natürlich dazu, jetzt, das sind die Basis. Da kannst du natürlich Vitamin C und Echinacea und weiß wie viele Pflanzen, die das auch unterstützen. Also, aber man kann wirklich dem Immunsystem unter die Arme greifen. Ganz deutlich. Und das verbessert diese Autoimmunkrankheiten. Mhm. Schon einmal das, aber es ist noch nicht genug. Es gibt ja aber doch immer die Diskussion, nimmt man sowas als komplex, isoliert, in welcher Darreichungsform, flüssig oder gerade auch Magnesium, in welcher Form geht es überhaupt in den Körper? Da gibt es ja auch x verschiedene Sorten. Ja, bei Magnesium stimmt, es gibt etwa 20 verschiedene Magnesiumsalze und da muss man vielleicht ein bisschen herausfinden, was man gut verträgt. Mhm. Das sind immer etwa die gleichen auf dem Markt. Ich arbeite ja mit den King Nature Produkten und dort gibt es ein Magnesium, das vier verschiedene Salze enthält, die unterschiedliche Resorptionszeiten haben und darum auch den Spiegel im Blut mehr oder weniger konstant halten. Mhm. Das ist mein Favorit. Aber eben, das ist nur Magnesium, es braucht alles andere dazu. Das Vitamin D gibt es ja auch verschiedene Formen und auch Theorien dazu, da habe ich ja auch von bis... Darreichungsform, ja. Manchmal hast du ja wirklich Leute, die sagen, ja, 2000 Einheiten am Tag, der andere kommt mit anderen Daten. Also das scheint ja wohl auch noch ein bisschen undefiniert zu sein. Also es ist hart umstritten, hast du recht. Schulmedizinisch darf ich 1000 Einheiten pro Tag geben. 1000. Einem Säugling oder einem Erwachsenen? Das finde ich immer so. Naja, sehr logisch, klar. Ja, schon dem Erwachsenen. Der Säugling bekommt 100. Bei uns kriegt er 1000. Mhm. In Deutschland? Mhm. Ein Säugling bekommt 1000? Mhm. Ui. Ja, das gefährlich. Das wäre bei uns schon toxisch. Jetzt müssen wir ernst bleiben. Oh, ja. Ja, also wirklich Vitamin D. Ja, ich bin vollkommen bewusst, oder? Mhm. Wie Vitamin D bekämpft wird und wie man den Leuten Angst macht vor dieser Toxizität von Vitamin D. Ich kann nur sagen, eben in der Schweiz, mehr als 1000 gilt als toxisch. Warum sind denn in den USA Tabletten mit 5000 Einheiten im Supermarkt erhältlich, wenn es so toxisch ist? Mhm. Also das sind einfach... Man muss selber ein bisschen studieren. Ich selber nehme im Winter 5000, im Sommer 3000. Ist aber altersabhängig. Bei jüngeren Menschen braucht es etwas weniger. Also das sind die Normaldosen für mich. Mhm. Und der Spiegel im Blut ist höher, als was die Labore sagen. Ich gehe bewusst höher und habe unglaublich gute Erfahrungen. Und bei Autoimmunstörungen gehe ich noch höher. Mhm. Also kann man problemlos für eine Weile 10.000 Einheiten geben, aber dann muss man
im Blut kontrollieren, den ganzen Calciumstoffwechsel muss ich kontrollieren und die Nierenfunktion, das alles unter Kontrolle darf man so hochgehen. Die Leute sind ja doch teilweise so stark im Defizit. Um dieses Defizit erstmal aufzufüllen, bedarf es ja schon einen gewissen, also weißt du, da sind wir noch gar nicht in diesem Bereich, wo man sagt, da würde jetzt eine Niere vielleicht irgendwas mitkriegen oder kann man nach der Theorie gar nicht gehen? Ich schaue ja die Niere an. Alle drei bis sechs Monate, wenn ich 10.000 oder mehr gebe, schaue ich die Nierenfunktion an. Ich habe noch nie eine gestörte Niere gesehen, auch bei höheren Dosen. Ja, weil halt der Mangel schon vorliegt. Ja. Also es heißt ja über 20 Nanogramm pro Milliliter, das sei genug. Wenn wir Autoimmunerkrankungen behandeln wollen, dann gehe ich auf 80 bis 100. Also deutlich höher als die Labore normal angeben. Was denn dann für die Autoimmunerkrankungen so die Effekte, wo du sagst, da kann der Patient auch wirklich selber schwarz auf weiß sehen, dass sich was verändert? Es kommt jetzt auf die Krankheit an. Bei einem Hashimoto, wo du nicht viel merkst, das sieht man ja nur im Blut, wie deine Schilddrüse funktioniert. Da hast du keine Beschwerden an sich. Da merkst du auch nichts, wenn es besser wird. Nehmen wir eine Arthritis, da merkst du, dass die Schmerzen zurückgehen. Oder bei einer Colitis ulcerosa merkst du, dass die Anzahl Durchfälle zurückgehen. Also der Patient spürt schon etwas. Aber es braucht ein paar Monate Zeit. Also die natürliche Behandlung, die funktioniert nicht über Nacht. Wo ist so die erste Schraube, wo du anfängst zu drehen? Was ist für dich so der primäre Ansatz, gerade bei Autoimmunerkrankungen? Nach meiner Erkenntnis sind fast alle, sicher 95% aller Autoimmunerkrankungen verbunden mit einer Darmstörung. Also ohne Mitbehandlung des Darmes kann ich eine Autoimmunerkrankung nicht verbessern. Das ist so wichtig. Und dort setze ich an. Also ich versuche, das Immunsystem zu stärken, eben den natürlichen Teil oder den gesunden Teil, und ich behandle den Darm dazu. Ja. Ist dir auch schon mal aufgefallen, wenn man Krebspatienten fragt, dass so ein Jahr vor der Diagnose, wie so der Darm funktioniert hat, dass die auch immer wieder erkennen, dass sie schon im Vorfeld Darmstörungen, also dass es nicht nur mit Autoimmunerkrankungen, sondern einfach, wenn wir merken, mit dem Darm stimmt was nicht, dass es einfach ein wichtiger Faktor ist, da hinzuschauen? Unbedingt. Und das machen aber die Leute nicht. Meine Patienten erzählen mir, ja, ich habe schon 20 Jahre immer wieder so mal ein bisschen Blähungen oder mal Durchfall gehabt, aber ja, deswegen geht man doch nicht zum Arzt. Stimmt. Ist halt auch so ein Tabuthema. Wie würde denn ein wirklich gesunder Darm sich verhalten im Alltag? Dass man mal eine Vorstellung hat, wie soll es denn richtig sein? Weil klar, Blähungen oder Durchfall, da denkt man ja, okay. Eben, das nimmt man nicht ernst. Ja, man sagt, ja, das hat doch jeder. Natürlich, vor allem auch auf einer Reise, da ist das normal, da darf es auch mal sein. Aber zu Hause, unter dem Jahr, sollte es keine Darmstörungen geben. Also keine Bauchkrämpfe, keine Blähungen, kein Durchfall, keine Verstopfung, keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wenn du mir sagst, jedes Mal, wenn ich Salat esse, habe ich nachher eine Blähung, dann hast du einen Reizdarm. Und wenn man das nicht angeht, oder, sondern über Jahre, manchmal Jahrzehnte stehen lässt, dann ist die Chance, irgendwann eine Autoimmunerkrankung zu bekommen, einfach viel höher. Ja. Ich glaube, was uns auch so ein bisschen genommen wurde, ist jetzt diese, wir hatten ja ganz früher, das in alten Gebäuden sieht man das noch, diese Toiletten, wo man einfach seinen eigenen Stuhl auch gesehen hat. Und mal noch, darüber hat man ja früher auch die Medizin gemacht, Urin und Stuhl, einfach geschaut, wie ist die Beschaffenheit. Und jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Also bedeutet, wir haben ja auch gar keine Möglichkeit mehr, uns ein Bild davon zu machen. Das stimmt. Also die Leute wollen es ja gar nicht sehen, oder? Ja, je nachdem, wie krank man ist, wäre es vielleicht dann doch sinnvoll mal. Ja, aber du hast recht. Ja. Stuhlbeobachtung ist wichtig. Ich kann anhand des Stuhls kann ich eigentlich beurteilen, ob mein Darm normal funktioniert. Der Stuhl, also
ideal, das ist immer ideal, ja, hat man täglich einmal Stuhlgang. Aber ich bin mir bewusst, es gibt Leute, die haben zweimal oder andere nur alle zwei Tage, das geht auch noch. Aber grundsätzlich, also täglich einmal Stuhlgang. Der Stuhl soll geformt sein, ja, nicht dünnflüssig. Er darf nicht stinken. Ja. Jetzt. Und er darf nicht schwimmen. Ja. Mhm. Das kann man nachschauen. Schwimmen? Er darf nicht schwimmen. Das ist jetzt neu. Ja. Weil wenn er schwimmt, hat er zu viel Fett. Dann sind unverdaute Fettreste im Stuhl und dann schwimmt er oben auf. Also er muss im Wasser runtersinken. Wenn das der Fall ist, hat man einen gesunden Stuhl. Das hängt direkt von der Ernährung ab. Und die Fettverdauungsstörung kann ich dann wieder auf Galle oder was zurückführen? Oder wie? Ja, das kann man so einfach nicht sagen. Klar, Galle spielt eine Rolle, alle die fettverdauenden Enzyme und natürlich auch die Menge an Fett, die man gegessen hat. Aber normalerweise ist ja nicht das Fett das Problem. Also wir müssen immer herausfinden, wenn jemand Darmstörungen hat, was ist die Ursache? Mhm. Das ist nicht immer einfach. Manchmal ist es objektiv. Bei Kindern, oder ich habe jetzt gerade zwei schwerwiegend kranke Kinder, die haben beide eine unglaubliche Unverträglichkeit auf Milch. Mhm. Und dann ist auch die Therapie nicht so schwierig, dann muss man die Milch weglassen. Mhm. Ja, vielleicht hier gerade ein Wort, liebe Eltern, wenn die Kinder keine Milch trinken, sie wachsen genau gleich und sie haben auch genug Kalzium im Knochen, also es geht gut ohne Milch. Mhm. Ja. Das ist schon, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis. Die, jetzt waren wir gerade doch bei dem Darm nochmal. Wie baust du denn eine gesunde Darmfunktion wieder auf? Ja, es gibt schon ein Schema. Ich habe ein Schema, oder? Darm. Beruhigung von den Blähungen, Entzündung im Darm. Reizdarm ist ein absolut definiertes Krankheitsbild. Mhm. Man muss sich nur mal damit befassen. Ja? Also wir wissen ganz genau, wie die Schleimhaut gestört ist. Und wenn die Blähungen im Vordergrund stehen, dann beginne ich mit Zeolit. Mhm. Weil Zeolit bindet Histamin und das senkt die Blähungen. Wenn man keine Blähungen hat, dann kann man gleich mit dem Darmaufbau beginnen. Also ein gutes Probiotikum. Ich arbeite hier mit EM Multiferment, heißt das. Und ein zweites Produkt, Neovital, das ist ein genial zusammengesetztes, eine Flüssigkeit, wo Kurkuma drin ist, aber liposomal, sodass es aufgenommen wird. Es hat noch weitere Substanzen drin, die entzündungshemmend wirken im Darm. Und die Aufnahmefähigkeit der Darmschleimhaut wird wieder verbessert. Und so lernt der Darm langsam wieder über Monate normal zu funktionieren. Das Problem liegt dort, wo die Leute nach drei Wochen aufgeben. Oh, hab's nie, hat nichts geholfen, ja. Ich nehme das nicht mehr. Mhm. Ich sage immer, einen Darm zu sanieren braucht ein Jahr. Man hat ihn nämlich 20 oder noch längere Jahre beschädigt. Mhm. Der ist nicht in drei Wochen wieder gut. Und da kann ich immer nur an die Geduld appellieren, die einfach nicht alle Patienten mitbringen. Nicht nur die Geduld, was ich auch immer wieder erkenne, wenn man sich schulmedizinisch behandeln lässt auf chronische Erkrankungen, dann ist man völlig d'accord mit der Thematik, dass man für immer L-Tyroxin nehmen muss, für immer Cortison oder was auch immer, ja. Also da geht man davon aus, das ist eine Dauerschleife. Und was ich immer wieder auch feststelle, wenn man sich jetzt wie bei dir wirklich in so einen Reparaturprozess befindet, dass dann ab dem Moment, wo auf einmal der Blutzucker wieder in Ordnung ist und die Gelenkschmerzen weg sind, dann setzt man aber die Produkte von heute auf morgen ab, was man ja mit den Chemiekeulen gar nicht gemacht hätte. Die hätte man ja ein Leben lang durchgenommen. Also da haben wir auch irgendwie ein komisches Gedanken, klar, ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist natürlich das stimmt, auch so ein Thema. Das erlebe ich schon sehr oft und es geht ja nicht nur um die Produkte in den Darm zu verbessern, die sind schon begrenzt, in der Regel circa ein Jahr für den Darm, aber nachher muss ich mich besser ernähren als früher, sonst wird der Darm wieder krank, keine Frage. Also es braucht eine positive Einstellung auch zu mir, zu meiner Ernährung, Bewegung, gesunde Psyche. Also ich muss etwas dazu beitragen. Mhm. Oder?
Was sagst du denn zu der Theorie, dass wenn wir so stark vergiftet sind durch Blei, Aluminium, Arsen, Quecksilber, dass die Autoimmunerkrankung gar nicht quasi unser Organ angreift, sondern das, was da drin verkapselt ist? Ja, wenn man jetzt sagt, hier in der Schilddrüse hängt vielleicht dann wirklich noch die komplette Kombination. Glyphosat bindet sich ja wunderbar mit Aluminium und setzt sich dann da drin ab. Ob das nicht eigentlich ein intelligenter Versuch ist, durch die Entzündung den Abbau von Giftstoffen im Körper zu unterstützen. Nur er kriegt es halt einfach nicht raus, weil erstens kommt es von oben wieder nach und zweitens fehlen auch die Mittel und Wege, unseren Körper da zu unterstützen. Ja, also weißt du, Vergiftungen oder Belastungen, Schwermetallbelastungen, die sind schwierig zu behandeln. Mhm. Und ich weiß es ja auch nicht. Wenn du einen Hashimoto hast, kann ich nicht sagen, ob du eine Aluminium- oder Blei- oder Quecksilbervergiftung hast. Man kann es schon ausmessen. Mhm. Aber ich habe einfach gesehen, die Ausleitungen, die brauchen extrem viel Zeit. Zeolit hilft mit, solche Schwermetalle auszuleiten. Aber wenn man es beschleunigen will, müsste man Gelatinfusionen machen. Und das ist dann schon eine einschneidende Therapie, auch nicht ganz gut verträglich. Mhm. Also das ist nicht mein Spezialgebiet. Aber du hast recht, bei Autoimmunerkrankungen, vor allem auch bei Tumoren, bei Krebs, man sollte die Ursache anschauen. Und sehr oft sind eben Giftstoffe die Ursache. Und vielleicht auch so ein Thema mit diesem Fiebern, dass wir halt auch nicht mehr fiebern können, oder? Das ist ja auch so, die ganzen Stoffwechselprozesse, diese Entgiftungsmöglichkeit, wurde uns ja auch irgendwie genommen aus unerfindlichen Gründen, warum wir nicht mehr fiebern, ja? Ja, Fieber ist eine positive Reaktion des Körpers. Wenn wir Fieber haben, zeigt es, der Körper wehrt sich gegen die Krankheit. Mhm. Das sollte man eigentlich nicht unterdrücken, auch wenn es unangenehm ist. Mhm. Ja. Was ist für dich noch wichtig zu sagen zu Autoimmunerkrankungen? Also was ist für die Patienten, die jetzt wirklich mit der Diagnose unheilbar und für immer nach Hause geschickt werden? Wie würdest du da jetzt ansetzen? Diejenigen, die zu mir kommen und schon Cortison und Immunsuppression bekommen haben, dort beginne ich eine solche Therapie, wie wir jetzt besprochen haben, Immunsystem, Darm. Die Medikamente, die bleiben. Und dann schauen wir, wie sich die Krankheit entwickelt in den nächsten Monaten. Wenn die Krankheit sich deutlich verbessert, was oft der Fall ist, dann beginne ich, die Immunsuppressoren langsam zu reduzieren. Mhm. Aber es ist immer, weißt du, wenn man mit anderen Ärzten konfrontiert ist, ich darf meine Kollegen nicht reinschwatzen. Also ich sage nicht dem Patienten so, jetzt nimmst du das nicht mehr, sondern ich sage ihm, jetzt gehst du zurück zu deinem Spezialisten und erklärst ihm, wie gut es dir geht und dass du hier nur noch halb so viel nehmen willst. Also die Kollegen müssen involviert sein und informiert sein, dass es gebessert hat. Mhm. Ja, das ist mein Vorgehen und das braucht eben manchmal ein Jahr, zwei Jahre. Aber ich kann wirklich Mut machen. Es hilft. Ich habe viele Neurodermitis-Fälle gesehen, wo es besser wird. Andere, die machen das auch und es passiert sechs Monate nichts. Also das sind dann die ganz Enttäuschten. Mhm. Na, verstehe ich auch, aber man darf nicht aufgeben. Wir haben keine Alternative. Die Alternative ist, den Rest des Lebens die Medikamente zu schlucken. Du kennst ja auch beide Lager. Du kommst ja wirklich aus der Schulmedizin und hast ja auch mal beschrieben, das war für dich ganz klar, nur schulmedizinisch zu arbeiten, bis dann sich mal das Feld geöffnet hatte mit den OPC, war es damals so das Schlüsselthema, der Traubenkernextrakt, wo du gesagt hast, ist ja interessant, was das alles kann. Wie nimmst du jetzt so die Kollegen wahr, die jetzt wirklich in diesem Rad noch drinstecken, mit diesem Narrativ, unheilbar, chronisch, es gibt keine andere Lösung außer dieses Cortison-Thema. Kommen die mittlerweile auch ein bisschen mehr auf dich zu und sagen, ich erkenne da an einem Patienten eine Verbesserung, was machen sie denn da genau? Oder ist es noch so ein bisschen dieses, wenn jemand geheilt kommt, dann ist man fast beleidigt und schmeißt ihn vor die Tür. Ja, so Effekte hat man ja auch schon. Leider eher diese Reaktion. Die Ärzte fragen die Leute schon, sie sind geheilt oder viel besser, was haben sie gemacht?
Und wenn dann die Patienten etwas erzählen, dass sie etwas Natürliches gemacht haben, dann, okay, aber das Interesse ist dann nicht mehr so groß. Es gibt Ausnahmen. Ja. Und darauf arbeite ich hin. Auch wenn ich Berichte schreibe meinen Kollegen, erkläre ich immer in 2, 3 Sätzen, warum ich jetzt so viel Vitamin D, warum ich Omega-3 gegeben habe, warum ich Boswellia, Weihrauch oder Aronia gegeben habe gegen eine Entzündung. Das schreibe ich Ihnen, weil Sie kennen das ja nicht. Mhm. Und hoffe so, dem einen oder anderen etwas das Interesse zu wecken. Weil mir brennt es. Ich glaube, wir haben eine gute Medizin und die sollte sich verbreiten. Ja, super. Vielen Dank, Heinz, dass du heute da warst. Gerne. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Hoffe, dass sich mehr Kollegen melden. Wobei bei dem Haufen an Autoimmunerkrankungen, die jetzt gerade eskalieren, glaube ich jetzt zwangsläufig wird auch der klassische Schulmediziner dazu genötigt, irgendwie eine andere Lösung finden zu wollen. Ja. Und du hast ja da auf jeden Fall auch ein offenes Ohr für deine Kollegen. Und ja, danke, dass du heute da warst. Gerne. Bis bald. Liebe Zuschauer, ja, ein immer mehr wichtiger werdendes Thema, die Autoimmunerkrankungen. Und es ist immer wieder schön, dass wir Ärzte haben, die sich genau diesem komplexen Thema widmen und auch Lösungswege finden. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.